Zeit, die Kerzen auszupusten. Denk dran, dir etwas zu wünschen, Schatz. Das ist mein Junge. Sehr gut. Glückwunsch zum Geburtstag, Junge. Hast du das gesehen, Dad? Mann, werden die schnell groß. Ich wette, du erinnerst dich an meinen 6. Geburtstag, als wäre es gestern. Mary, kannst du bitte aufräumen? Lucius kann dir mit dem Geschirr helfen. Er darf heute länger aufbleiben und mit seinen neuen Sachen spielen. Aber nicht länger als 10. Ja, Ma'am. Mach dich bettfertig. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Projekt. Wir spielen Lucius, ein Horrorgame der etwas anderen Art. Ihr werdet sehen, was ich meine im Laufe des LPs. ich habe das Spiel selber mal als Let's Play gesehen, allerdings ist das schon, ich weiß nicht, 4 Jahre oder so her. Ich habe kaum Erinnerungen dran. Und Inuri hat mich wieder auf dieses Spiel gebracht und deswegen dachte ich mir, wir spielen das jetzt einfach mal. Okay, Einführung. Aktuell ausgewählte Fähigkeiten. Achso, okay. Entdeckungsanzeige. Aktuelle Fähigkeitsstufe. Ich habe echt nicht mehr viel Ahnung hiervon. Benutze deine Maus, um dich umzusehen und dich zu bewegen. Okay, das kennt man ja alles soweit. Um das Vorhängeschloss vom Tisch zu nehmen, drücke Vorhängeschloss. Stecke Sachen weg, hole sie heraus. Aha. Okay, alles klar. Öffne, schließe Türen, indem du... Ja, okay. Damit ist vermutlich diese Tür gemeint. Das hast du sehr gut gemacht. Schließe die Kühlraumtür. Der Kühlraum ist nicht kalt genug. Ja, ich würde sagen, das ändern wir. Hallo, lass mich jemand raus. Hilfe!
Ich habe das Puzzle zusammengesetzt. Alles fing damals an mit der Geburt eines kleinen Kindes. Tante Manor war ein Ort voller Dunkelheit. Einiges kam zutage und anderes blieb verborgen. Ich wollte helfen. Hätte mich aber nicht so hineinziehen lassen dürfen. Doch wie die Dinge sich entwickeln, wenn wir erst einmal Teil des Geschehens sind, ich kann nicht alles erklären. Für meinen Teil lehne ich die Verantwortung ab. Aber es ist da. Das Zeichen. Ein Zeichen, das ich hätte bemerken müssen. An seiner Quelle. Im Mittelpunkt von allem stand der Junge. Lucius, da bist du ja. Und hier bin ich. Endlich. Von Angesicht zu Angesicht. Es ist in Ordnung, du kannst mir trauen. Du weißt, wer ich bin, oder? Ich möchte mit dir über deine Berufung sprechen, mein Junge. Jedes Opfer, das du mir bringst, macht dich größer und stärker. Es ist einfach, Lucius. Du kannst deine Zukunft beeinflussen. Und ein Herr über alles werden. Aber so viel zu tun, so viel liegt vor dir. Ich habe ein paar Sachen für mein Geburtstagskind. Dort auf dem Tisch. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, was er für uns hat. Öffne das Inventar durch Drücken von E, okay. Du wirst dieses Notizbuch brauchen. Es wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Ah ja, okay. Wähle mit dem Mauszeiger einen Namen Notizbuch. Mary. Ausgezeichnet. Danke. Achso, nee, Notizbuch wegstecken wollen wir nicht. Hausmädchen Mary. Mary macht den Kühlraum sauber. Ja. Hätte sie das mal nicht getan. Ich habe auf dem Tisch ein Vorhängeschloss gefunden. Das könnte nützlich sein. Ja, das war es wohl auch. Mary ist erfroren. Ich sollte das Vorhängeschloss holen, damit mich niemand verdächtigt. Okay. Und sieh nur, eine Taschenlampe. Sie wird dir helfen, nachts den Weg zu finden. Nur zu. Nimm deine neuen Spielsachen und probier sie aus. Sollten Kinder nachts nicht schlafen? Naja, Kinder sollten auch keine Menschen töten. Ich sag ja, hier ist alles ein bisschen anders. Achso, Taschenlampe. So ein schlauer Junge. Ja, genau. Nee, wartet mal eben ganz kurz. Das habe ich wohl anscheinend nicht gecheckt. Achso, okay. Gut, wunderbar. Nein, das will ich gar nicht. Lucius, du musst jetzt eine Kleinigkeit erledigen. Es ist wichtig, dass du nicht erwischt wirst. In der Küche ist das Schloss noch an der Kühlraumtür. Du musst das Vorhängeschloss holen, Lucius, und es verstecken, sodass niemand es findet. Andernfalls wirst du entdeckt. Und glaube mir, du willst nicht, dass das passiert. Geh jetzt, hol das Vorhängeschloss, bevor die Erwachsenen aufwachen. Gut, wir sollen das Vorhängeschloss holen und es verstecken, was auch immer das bedeutet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Öffne die Karte durch Drücken von M. Eine Karte. Oh, wie schön. Das ist sehr gut bei meinem Orientierungssinn. Ist das sehr praktisch? Gut, okay. Ich würde sagen, dann gehen wir mal los, bevor Mama und Papa aufwachen.
Das wäre wahrscheinlich nicht unbedingt sinnvoll. Da geht's raus. Was war das? Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht entdeckt werde. Nein. Das sieht gut aus. Das Spiel ist übrigens über Steam erhältlich. Allerdings... Hüte dich vor Kreuzen, sie schwächen dich. Kreuze? Da ging eine Tür. Wo ist denn hier ein Kreuz? Seht ihr ein Kreuz? Ich sehe kein Kreuz. Naja, gut. Das Spiel ist übrigens über Steam erhältlich. Allerdings muss man dazu einen kleinen Umweg gehen. Soviel ich weiß, liegt das daran, weil dieses Spiel keine FSK-Freigabe in Deutschland gekriegt hat. Ich glaube, die Tür ist zu, kann das sein. Dazu erzähle ich später noch was. Ich habe da so das eine oder andere drüber gelesen, aber gehe ich jetzt erstmal noch nicht drauf ein. Den Link packe ich in die Beschreibung. Ah. Das sieht doch gut aus hier. So, Vorhängeschloss. Und guck mal, die Torte steht da noch. Okay. Aktualisierung im Notizbuch. Ich habe das Vorhängeschloss geholt. Am besten in die Tasche damit, damit es niemand sieht. Vielleicht ist es noch nützlich. Weiß man nicht so genau. Könnte sein. Okay. Detective McGuffin, was haben wir hier? Sieht nach Herzinfarkt aus, Sir. Die Frau ist im Kühlraum zusammengebrochen. Grund ist wahrscheinlich der plötzliche Temperaturwechsel. Sie war Mitte 50. Typisch für Frauen ihres Alters. Haben Sie mit dem Hausbesitzer gesprochen? Nein, Sir. Sie erwarten Sie in der Küche. Wie kann so etwas geschehen, Detective? War das irgend so ein Anfall? Wir schauen's uns an. Aber es sieht aus wie ein Unglück. Bleiben Sie von der Küche fern. Das Personal soll uns nicht beim Aufräumen stören. Entspannen Sie sich. Lassen Sie wieder Alltag einkehren. Danke, Detective. Wir geben unser Bestes. Hi, Jean. Gott sei Dank bist du hier. Es ist ein Chaos. Das könnte in einem Wahljahr wirklich negative Auswirkungen haben. Das ist Privatsache und ein unglücklicher Unfall. Die Presse hält sich da raus. Dafür habe ich gesorgt. Ich konnte immer auf dich zählen, Jean. Fühl dich wie zu Hause, ich muss noch was klären. Klingel nach Alistair, wenn du was brauchst. Lass dir Zeit dabei. Tja, bis jetzt wird das Ganze noch für einen Unfall gehalten. Aktualisierung im Notizbuch. Jean. Offensichtlich unser nächstes Opfer. Vaters Kollege Jean. Er besucht meinen Vater manchmal geschäftlich. Ich hasse es, wenn er im Esszimmer raucht. Ich bekomme dann Kopfschmerzen. Ja,
lieber Lucius. Und das müssen wir natürlich ändern, weil wir wollen ja nicht, dass du Kopfschmerzen kriegst. Und weil wir keine andere Lösung haben, müssen wir ihn anscheinend töten. Glaube ich. Denke ich. Naja, gut. Okay. Ja, das machen wir aber erst im nächsten Part, weil ich glaube, der Part ist jetzt auch schon lang genug. Ja, und so viel zu Lucius. Ich kann euch zumindest versprechen, dass es noch schlimmer wird. Als das, was mit Mary passiert ist. Ja, okay. Gut, ich, ja, wie gesagt, ich beende jetzt den Part. Ich danke euch fürs Zusehen und behaltet eure Kinder im Auge. Bis dann.